Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es nochmal um Red Dead Redemption. Und zwar wollte ich heute mal ein paar Tipps geben fürs Jagen, wie ihr quasi am besten jagen könnt, wie ihr perfekte Felle bekommen könnt. Und ich muss sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Ja, ihr müsst halt immer schauen, dass ihr für jedes Tier ja, die beste Waffe hernimmt. So, jetzt muss ich mal schauen, da vorne ist was. Ich glaube, das ist ein Pferd. Ach, das ist eine fremde Person, okay. Wir suchen uns jetzt mal ein paar Tiere. Und ich werde euch jetzt mal demonstrieren. Oder demonstrieren. Ich kann nicht mehr reden. Lul. Wie ihr quasi so perfekte Felle bekommt. Und ihr seht schon hinten am Rücken, ich habe schon Wildschweinfell oben im perfekten Zustand. Und ich glaube, da unten ist was. Ha, ein Weißwildhirsch. Ich sehe jetzt unten schon einen Stern. Das hat jetzt zwei Sterne. Und das kümmern wir uns jetzt nicht. Aber da ist schon mal ein Hirsch. Da können wir eigentlich schon mal schauen. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Wir können es natürlich jetzt auch mal jagen. Wenn ihr das Adlerauge aktiviert, dann könnt ihr das Tier nämlich verfolgen. Und jetzt schauen wir mal kurz. Ha, der hat drei Sterne, glaube ich, hatte der, ne? Ja, der hat drei Sterne. So. Ich nehme jetzt das Scharfschützengewehr, aktiviere mein Ding und ziele auf den Kopf. Mit einem Schuss muss das Tier dann erlegt werden. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal einen Tipp. Genau, kannst du dir nicht ausdenken, ey. Wie kann man, ach, egal. Ja, wir kümmern uns nicht drum, wir reiten zu unserem Reh. So, jetzt gehen wir mal hin. So, jetzt häuten wir das Ganze. Zack, zack, zack. So. Und wir haben sie jetzt auch im perfekten Zustand. Perfekt, das verstauen wir dann auf unserem Pferd. Kleiner Tipp, ihr könnt mehrere solche Felle, also die ihr ganz normal abschneidet, könnt ihr mehrere, ich glaube bis 5 Stück oder so auf einem Pferd lagern. Ich weiß gar nicht, wie viele Stück. Ich habe immer 4 gemacht und dann oben noch irgendwas, bisschen was Größeres, zum Beispiel Alligatorfell. Das muss halt ganz oben drauf, das ist ein bisschen größer. Und dann könnt ihr das so beim Trapper abgeben. So, jetzt haben wir schon mal ein Reh. So, jetzt suchen wir mal weiter. Am besten, die besten Waffen zum Jagen sind auf jeden Fall das Rolling Block Gewehr. Nehme ich immer her mit der Hochgeschwindigkeitsmunition, nicht die ganz normale Munition, weil so trefft ihr mit einem Schuss perfekt, wenn ihr die am Kopf trefft. Genau, also ich nehme da immer die Hochgeschwindigkeitsmunition und dann eben das Warmit Gewehr. Ist eher für kleine Tiere, so für Eichhörnchen. Da könnt ihr aber auch die, okay, hier sind direkt Rehe. Ja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ganz schlau seid, mit einem Pfeil machen. Da könnt ihr auch die ganz normale Munition hernehmen. Für ein Reh. Jetzt der hat zum Beispiel drei Sterne. Perfekt. Ah, der war kacke. Jetzt müssen wir das Reh erstmal verfolgen. Zack, 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 zack. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So, jetzt gehen wir zum... komm jetzt. Bleib jetzt stehen, bleib stehen, bleib stehen. Beziehungsweise stehen bleiben nicht, aber... so, dass ich dich treffen kann. So, perfekt. Und wir haben das nächste Reh. Jetzt zeige ich euch dann nochmal einen Trick, wie ihr quasi direkt sehen könnt, mit was für einer Waffe das beste Tier, also wie ihr das Tier dann am besten, ja, erlegen könnt, mit welcher Waffe. Da gibt es nämlich auch einen Tipp, den wissen viele auch gar nicht. Und den werde ich euch jetzt direkt mal zeigen. So, und zwar für diesen Tipp geht ihr quasi auf das Reh drauf und dann drückt ihr RB. Dann steht hier, er gibt ein Fell, ein Geweih. Kann zur Herstellung von Gegenständen benutzt ein Scharfschützengewehr, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Abschuss, Abschluss. Ach, scheiß drauf. Also er drückt immer RB, der hat jetzt einen Stern, das bringt uns jetzt gar nichts. Ja, ist schlecht. Steht dann eh nochmal die Qualität dort. Und dann, was ist da oben? Da haben wir Pferde, ja gut, Pferde brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Auf Pferdefleisch habe ich jetzt nicht so Lust, muss ich sagen. Außer hier ist der Lasagne. Ta, ta, ta. So, jetzt reiten wir mal kurz weiter. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch was in der Nähe ist. Da. Ach ja, amerikanische Bisamratte. Oha, Grauhörnchen. Ja, die Bisamratte. Können wir auch nochmal, ja, im Kleinwild war mit Gewehr. Wäre für die jetzt perfekt. Und ja, könnt auch Kleinwildpfeile hernehmen, aber ein Warmitgewehr ist halt für einen sauberen Abschuss eigentlich mit das Beste. Also ein bisschen Tiere, die ein bisschen größer sind wie Dachse und so, nicht mit Kleinwildpfeilen, da habe ich oft den Fehler gemacht und am Ende war das Fell dann trotzdem scheiße. Das brauchen wir jetzt aber eh nicht, weil das hat...
Das ist da unten. Irgendwas ist da unten. Da holen wir mal das Gewehr. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein Reh. Ja, hat jetzt 2 Sterne. Um den kümmern wir uns jetzt nicht. Ich habe natürlich das Hirschgewehr-Amulett. Damit werden die Fälle dann nochmal besser. Das könnt ihr ganz normal beim Healer herstellen. Ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, wie ihr das Ganze herstellen könnt. Und somit werden dann quasi die Fälle. Es ist aber so, also nicht jedes Fell wird dann automatisch besser. Da braucht man schon. Es ist immer unterschiedlich. Also wenn ihr zum Beispiel mal ein Fell habt mit 2 Sternen, kann es sein, dass es durch das Amulett dann auch mal ein perfektes Fell wird. Hatte ich schon oft, aber ist auch. Okay, er spawnt direkt vor mir. Ja gut, der hat 2 Sterne, um den brauchen wir uns jetzt auch nicht kümmern. Ja Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Healer sind. So Leute, also für das Hirschgeweih-Amulett braucht ihr einfach nur das Geweih eines legendären Hirschbocks. Und den findet ihr. Jetzt muss ich selber mal gucken, den Hirschbock. Wo habe ich den mal gejagt? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Der war hier. Hier bei Strawberry, hier nach oben. Findet ihr den legendären Hirschbock. Und wenn ihr dann eben das hier, den Ding, also ihr zieht ihm das Fell ab, ganz normal, geht zum Trapper, am besten in Saint-Denis, weil da ist dann direkt daneben der Healer und dann könnt ihr dieses Hirschgewehr-Amulett herstellen. So, und jetzt sehen wir uns gleich wieder mal auf der Jagd. So Leute, ich zeige euch jetzt nochmal, wie man eben diese Kleinwildpfeile herstellt, ja, aber die sind auch sehr wichtig, wenn ihr Eichhörnchen, Vögel und sowas jagen wollt. Dann geht ihr ins Crafting-Menü, also ihr drückt LB oder auf der PS4. Ich weiß jetzt nicht, wo es da, was das für ein Ding ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wo man ins Menü kommt und geht dann hier auf Crafting-Werkzeug. Dann bei Waffen ganz unten. Ich kann es nicht herstellen, weil ich habe keine Federn mehr. Waffen nicht, bei Munition, genau. Pfeil und dann Kleinwild. Das Rezept dazu findet ihr auch beim Healer. Das kostet, glaube ich, $60. Ich habe jetzt keine Schwungfeder mehr, deswegen kann ich jetzt gar keine herstellen und stellt da eben dann diese Kleinwildpfeile her. Und dann, wenn ihr hier beim Bogen auswählt, dann geht ihr mit Steuerkreuz nach rechts eben hier auf Kleinwild oder was ihr halt eben braucht. Das geht auch bei anderen Waffen so. Genau. So Leute, ich habe wieder einen Hirschbock gesichtet mit 3 Sternen. Zack, bam, und dann haben wir ihn. Und dann reiten wir wieder hin. Also am besten immer auf den Kopf. Ihr seht ja eh die Schwachpunkte, die werden rot markiert. Genau immer dahin treffen. Oh, hier haben wir noch einen Kojoten. Da nehmen wir jetzt das Warmit-Gewehr. Das ist, ah, ein Graufuchs. Ja, das Gewehr. Okay, hat nicht so funktioniert. Dieses Warmit-Gewehr ist echt schwach, muss man sagen. Irgendwie, da muss ich mal schauen, entweder gehört die gereinigt oder so, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie bei mir buggt das immer ein bisschen rum und obwohl ich einen Kopfschuss treffe, einen sauberen, ja, funktioniert das irgendwie immer nicht ganz. Also probiert auf jeden Fall sehr, sehr viel aus bei Jagen. Wie gesagt, achtet immer auf die Sterne, dass ihr wirklich eine perfekte Qualität bekommt. Holt euch das Amulett und ein gutes Scharfschützengewehr, nehmt die schnelle Munition her und dann habt ihr eigentlich mit den Fellen so gar keine Probleme mehr. Für kleinere Tiere immer das Warmit-Gewehr oder eben die Kleinwildpfeile hernehmen. Und somit seid ihr eigentlich jetzt schon ready für eine gute, erfolgreiche Jagd. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen und ja, ich konnte euch wie gesagt ein bisschen helfen. Ihr konntet ein bisschen in die Jagd jetzt reinschnuppern. Falls das so war, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über ein Abo freuen, für weitere Guides auf meinem Kanal. Und ja, Leute, dann war's das, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein und ciao.